Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück in Medieval Dynasty. Lass mich kurz schlafen, damit wir am nächsten Tag kommen. Sehr schön, sehr schön. So, ich sollte mal was essen, würde ich mal so fast behaupten. Bier, gut, Fleisch habe ich jetzt nur ein einstecken, aber die können wir essen. Ist eh halb abgelaufen. Sag mal, wo. Ach, das habe ich alles noch mit Hebs gebraten, kann das sein? Ich glaube ja, aber ein bisschen bringt das ja noch. Lehm hat sich bei uns nicht ganz aufgefüllt. Finde ich auch nicht ein bisschen schade, aber gut. Wir müssen jetzt auch nicht lang, wir machen jetzt unser Lager fertig. Den müssen wir definitiv noch ein Lebensmittellager bauen. Den haben wir zumindest das Wichtigste abgeschlossen. Wir haben das Gebäudelimit ja jetzt erhöht. Wir sammeln nur schnell 10 Stroh ein. Oder eigentlich bräuchte ich ein bisschen mehr fürs Dach, aber... Erstmal eine neue Fackel. Die ist im Moment wichtig. Damit wir nicht erfrieren. Genau, die ist fast weggebrannt. Vogel, Fackel, so. Ups. Ich glaube, wir brauchen pro 8 Dachseite. Also wir brauchen mindestens 40, wenn nicht sogar 50. Ich habe jetzt nicht genau gezählt, wie viel. Ah, das kriegen wir wohl hin. Ich glaube, hier vorne ist noch jede Menge. Habe ich gerade den Eindruck? Ja. Dauert gar nicht so lange, wie gedacht. Das ist aber 32 haben wir schon wieder. Ich glaube, wir haben zu Hause noch was in der Kiste. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir brauchen ja später noch Materialien zum Reparieren. Damit zumindest ein bisschen was bei uns im kleinen Mini-Dörfchen schon mal automatisch läuft. Wir müssen aber noch rüber ins andere Dorf. Unsere Angebetete haben wir ja schon auf 90%. Weil die, glaube ich, am Ende des Winters verschwindet. Müssen wir sie vorher klar machen. Damit sie bei uns mit einzieht. Sie kann ja dann, glaube ich, auch schon mal arbeiten. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was sie für Fähigkeiten hat. Das gucke ich denn, wenn sie da ist. Wir werden sowieso hauptsächlich die Aufgabe Mutter kriegen. Wir brauchen einen Erben. So. Sehr schön. Dann machen wir das jetzt mal schnell fertig. So, da fehlt ein bisschen Stroh. Das kriegen wir hin. Ich glaube, ich mache das gleich für drinnen. Sehr schön. Den Donaueimer. Ups. Irgendwo fehlen hier noch Baumstämme, das weiß ich. Wunderbar. Hier noch. Ja, hier fehlt auf jeden Fall noch ein Baumstamm. Da kriegen wir alles hin. Ich glaube, ich habe genug mittlerweile. Jo, den nur noch hier. Da fehlt nur noch Stroh. Ich glaube, sogar zwei Baumstämme über, oder? Oder habe ich irgendwo was gegessen? Nein, das finde ich. Sehr schön. So, dann ist das Materiallager. Denn müssten ja... Ich weiß nicht, wo hier die Kiste ist, aber... Hier. Die Sachen hier ja automatisch einlagern, ne? So langsam aber sicher jetzt. Wen wir sehen. Ich glaube, ich habe noch zwei Baumstämme einstecken, oder? Aber groß ist die Kiste hier auch nicht, ne? 1000 Kilo, obwohl es geht. Ja. Die werde ich mal reinmachen, die zwei. Und wenn dann später mehr drin ist, weiß ich, dass es funktioniert. Dafür muss ich jetzt erstmal sammeln. Wir brauchen natürlich noch ein Lebensmittellager, wo das Fleisch rein soll. Allerdings laufen wir jetzt auch mal kurz rüber ins Dörfchen. Wegen unserer Angebeteten. Sauber sind wir noch. Erstaunlicherweise. Das Jagen können wir uns später drum. Wir müssen hier erstmal in Ordnung kriegen. Wir haben dafür ein bisschen Zeit. Gott sei Dank. Jo. Da würde ich sowieso eher zu tendieren, uns angelegt lassen. Im Frühling wieder drum zu kümmern. Dann haben wir nicht so die Gefahr mit dem Erfrieren. Außen finden wir den Lauf wieder heil. Ich vermute mal, da das breitwegerig hat ja mal 10 gebracht und bringt hier nur noch 2 Leben. Ist so verringert worden, weil es jetzt Tränke gibt. Dafür brauchen wir aber allerdings, glaube ich, die Kräuterhüte. Aber das kriegen wir auch hin. Da vorne ist ja schon das schöne Dörfchen. Kommen ja eigentlich relativ gut voran im Moment. Guck hier, Technologie sind wir schon wieder weiter. Ja, hier, einfaches Haus. Grabungsschutz, also hier kommen wir schnell hoch. Bloß hier halt nicht so, ne? Weil das geht nur durch Tiere jagen, Fallen stellen und fischen. Ja, nichts davon machen wir jetzt gerade wirklich extrem doll.
Auch wenn es höher geht, durch die eine Hasenfalle, die ich aufgestellt habe, kannst du mir nicht erzählen, dass das da jetzt so hochgestiegen ist. Weil es ist ja schon relativ viel im Moment. 192 und wir sind fast bei den 250. Ich glaube, unsere NPC-Dame zielt doch dazu. Bloß. Halt, nicht so schnell. Zumindest bei Technologie, bei Fertigkeiten will nicht. Regen wir aber hin. So. Idiotie. So, jetzt geh bitte auf 100%. Romantik. Wie geht's dir, meine Schöne? Lieber ich noch nie gefühlt, das weiß ich nicht. Ich will schmutzige Dinge mit dir tun, Mädchen. Was zum Henker? Ich glaube, das geht daneben. Wir probieren mal. Du hast außergewöhnlich schöne Augen. Dankeschön. Ohne sie könnte ich auch nicht sehen, weißt du? Okay, gab zumindest plus 5%. Du bist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Nehmen wir mal. Plus 7. Wir haben sie auf 100%. Oh ja. So. Warte mal. Können wir sie jetzt heiraten? Romantik. Wo finde ich? Unterhalten. Ist das hier? Ah, ich glaube, eins ist das. So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt und das macht mir Angst. Aber lieber verbringe ich mein ganzes Leben in Angst, als auch nur in einem Atemzug mehr ohne dich als meine Frau. Bei Halle hattest du mich schon überzeugt. Etwas peinlich, wenn ich bedenke, dass du nicht mal Hallo gesagt hast. Ich wollte schon immer mal sagen, das können wir noch mal anfangen. Oh ja, sicher. Lass uns heiraten. Du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Alles klar. Oh, mit wie? Das ist neu. Wer bezahlt denn hier die Porte? Ich nicht. Ja, und jetzt sitzt sie wieder hier. Gut, wir sind auf jeden Fall verheiratet. Dort ist da schon mal was. Mehr wollte ich hier auch nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der marschieren wir zurück. Ich guck gleich mal zu Hause nach, was unsere Frau jetzt für Fähigkeiten hat. Solange sie noch nicht Mutter ist, wird hier gepuggelt. Schließlich zahlen wir auch Steuern dafür. Obwohl, zahlen wir Steuern von unserer Frau? Ich weiß es nicht. Wäre übel, wenn ja, ne? So, warte mal. Kann ich also nicht jetzt schon nachgucken? Verwoldung. So, sie wohnt bei mir mit. Sie ist immer noch bei minus 6%, aber die haben sonst weit alles. Jagdhot schon wieder ein Problem. Lass mich roten. Die Messer sind leer. Jo, natürlich. Die Messer sind leer. Okay, kriegen wir hin, aber eins nach dem anderen. Sie wäre auch gut im Jagen. Meine Frau ist gut im Jagen. Ich dachte, sie wäre jetzt gut im Saufen. Ah, gut. Wenn ich jetzt wüsste, was hier von Gewinnung ist, ne? Kann man das hier nicht bei Fähigkeiten nachgucken? Doch, ne? Gewinnung ist das hier, okay. Aber Gewinnung brauchen wir, glaube ich, für Holz, ne? Oder? Ich glaube ja. Ja, das ist ja eher so Jagen. Meister der Zerstörer Naturgewalt, Gewissenschaftler, Bergmann, Maultier, Jojo. Gewinnung ist sie aber nicht gut, oder? Gerade mal 2 Punkte. Ah, die verbessern sich, kann das sein? Die hatte vorher keine 3 Punkte. Ah, gut, ich werde sie erstmal als Holzfänerin einstellen. Besser als nix, aber ich vermute mal, dann meigert sie auch gleich rum, weil sie garantiert eine Axt braucht oder sowas. Jo, siehst du? Wunderbar, dann stellen wir sie doch erstmal ein. Holzstudien, Produktion nicht eingeteilt. Jo, das machen wir gleich alles. Moment. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? So. Jagdhütte fehlt das Werkzeug, das haben wir gleich. Holzschuppen fehlt ebenfalls das Werkzeug in die Leute, weil sie noch nicht da ist. Ich habe sie doch eben eingeteilt, Mensch. Ihr. Sie. Genau, Holzfäller. So, Produktion nicht eingestellt. Kriegen wir alles hin? Dort ist hier oben, so. Holzstamm. Das ist, wenn sie Holz hackt. Ne, Stöcker. Gut, Stöcker, ja, gut. Ob das jetzt alles so wichtig ist. Brennholz hätte ich ehrlich gesagt gerne. Wir machen mal. Ja, Werkzeug kriegst du gleich, wenn wir zu Hause sind.
Würde mal sagen, wir machen mal 50% Holz. Stimme wohl, sonst kann es ja eh nichts machen. Aber mal 30% Brennholz, das werden es am Anfang ja jetzt nicht so viel verbrauchen, hoffe ich mal. Dann haben wir noch 20% über. Bretter kann ich mir auch notfalls selber machen. Und die holen sich das, glaube ich, aus dem Materiallager. Also hier Holz, das bringt das rein, holt es wieder raus und ja. Und macht da auch das Brennholz und bringt das auch rein. Sehr schön. Den haben wir das. Muss ich jetzt noch irgendwas einstellen? Nee, ne? Stöcker sind sogar schon Arbeit. Ja gut, die sammelt sie, ne? Werkzeug kriegst du die Axt. Alles kein Problem. Genau wie die andere ihr Messer kriegt. Aber lassen wir erstmal nach Hause laufen. Dort ist wichtig. Das kriegen wir schon hin. Dann kommt das ja so langsam. Zumindest sollte ich jetzt Brennholz und normales Holz sich mit der Zeit einlagern. Genauso wie sich auch Lena das einlagern sollte. Wie es das Lager voll ist. Oh, das werden wir sehen. Fleisch und so landet natürlich immer noch in der Jägerhütte, weil wir dafür erst das Lebensmittellager brauchen. So, meine Frau sollte ja bei mir leben, ne? Hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass sie schnell schwanger wird, damit wir einen Erben kriegen. So, hier gucken wir jetzt mal kurz. Ich brauche Steine für die Messer. Hier sind schon zwei, gut. Stein. Krieg ich aber gerade mal ein Messer mit hin. Haben wir ja noch mehr Steine. Jo, guck mal. Dort, das wären drei Steine. Das wären vier Steine. Das wären zwei Messer. Fünf Steine. Kriege ich vielleicht noch eins? Ein Stein irgendwo? Ja, guck mal. Sogar noch mehr. Sechs. Sieben. Das war ein Stock. Sieben. Acht. Neun. So, ein Stein noch. Ja, 10. Guck mal, dann müssten wir jetzt ordentlich 5 Messer machen können. Jo. Den bringe ich hier erstmal die 5. Und sie kriegt auch gleich noch ein paar Äxte, damit sie da auch ihre Arbeit erledigen kann. So. Halt. Falsche Hütte. Da ist die Jägerhütte. Jetzt baue ich hier schon Wege und finde die Wege trotzdem nicht, ne? Ah, langsam kommt doch alles. Sehr schön. Die Messer. Ein Messer habe ich selber, dort ist meins. Hier, du kriegst die 5, dann hast du zumindest erstmal ein bisschen was. So, die Axt, die braucht auch 2 Steine. Gut, Stöcker sind das kleinste Problem. Erstmal Steine sammeln. Da. 1, 2, 3, 4 sind 2 Äxte. Ja gut, 2 Gebräuche, ey. Irgendwie so habe ich nicht mehr mitgezählt. Warte mal, wie viele Steine haben wir jetzt? Steine. Wo sind die Steine? Steine? Ich habe eben Steine eingesammelt. Ah, 5 haben wir. 6, da sind 3. 7. Ah, 7. Ich meine, Stöcker brauche ich auch, ja, aber Steine gehen jetzt erstmal vor. Das Gute ist, man sieht sie so wunderschön. 8. So, ich brauche noch 2 Steine. 9 und 10. So, dann müsste ich ja jetzt auch 5 Äxte machen können. Geht nicht? Ich habe nicht genug Stöcker. Okay, ja gut, das ist mir schon blöd. Brauche natürlich auch einen Haufen Stücke, ne? Für 10 Echse. Finde, die verbrauchen die Werkzeuge aber auch ganz schön schnell. Gut, wenn man es das noch mal realistisch sieht, auf die Jahreszeit verteilt. Ich meine, wir brauchen ein Werkzeug pro Jahreszeit. Das geht noch. Damals gab es halt noch keine Obi-Werkzeuge. Die haben noch nicht so lange gehalten. Das passt schon. Das passt schon. Gut, du noch mal. Den hier. So, dann bräuchte ich 50 Stücke für 50. Alles klar, wir sind bei 37. Für 5. Davon liegt hier ja jede Menge rum, ne? Glaube mal, eine Fackel ist wieder. Aber gut, da haben wir den zweiten Tauch jetzt auch nicht mal sehr erfolgreich überstanden. Guck
bevor man sich nicht beschweren. 48. 49. So, passt doch. Jetzt aber, ne? Axt, zack, genau. Kriegt sie die nämlich auch drüben in die Hütte der... Was ist eine Frage? Wenn man die Sachen... Ah, ich pack's jetzt erstmal da rein. Das probiere ich später mal aus. Wollte gerade, wenn man das ins Materiallager packt, ob die sich das da auch automatisch rausholen? Ja, guck mal, meine Führung geht zur Arbeit. Sehr schön. Wir sind spät, aber sie ist heute nicht die schnellste. Da sind die 5 Echse. Rinn damit. Sehr schön. Ich hing hier gerade fest irgendwie in der Kiste. So, dem mal kurz gucken bei Verwaltung. Den Mond geht's gut. Gut, ihr nicht so gut. Warum? Was fehlt ihr? Ja, bloß meine Frau braucht jetzt auch. Naja, aber hier ist uns alles okay. Hat nichts zu meckern. Passt hier denn was nicht? Keine Ahnung, warum die Stimmung hier eigentlich nicht höher geht. Ich weiß es nicht. Ohne mal, geschlechtwohlig. Stimmung 14, Alter 22, Status, hier hat nichts zu meckern. Die Gewinnung 2, ja, gut, wissen wir. Familie Rockimir. Einfaches kleines Haus, ja, sie wohnt bei mir. Zustand 91%. Gut, die Häuser sind ein bisschen angekratzt, aber deswegen muss man doch nicht gleich meckern, Mensch. Gut. Aber ansonsten... Produktion aus die Werkstatt. Naja, ansonsten läuft alles. Würde ich sagen, Jagdhütte läuft. Holzschuppen müsste jetzt eigentlich auch laufen, oder? Wahrscheinlich passt ihr das nicht, dass sie arbeiten muss. Ja gut, arbeiten tut sie, wie es aussieht. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Sehr schön. Dann muss man darauf achten, ob das auch wirklich in einem Lager hinten landet, ne? Schön wär's. Den brauchen wir nicht nur noch ein Lebensmittellager, ne? Dim, dim. Oh ja, oh ja. Wo kommt die Bierflasche her? Aber saufen die bei der Arbeit? Hier ist sogar eine Mietflasche. Feder, ja, aber das London Ole ist hier drin. Wird an der Töpferscheibe in der Werkstatt hergestellt. Kann zum Herstellen von Bier im Braukessel der Schenke verwendet werden. Ein Gebrauchsgegenstand wird an der Töpferscheibe, ja. Kann zum Herstellen von Miet. Sag mal, das sind ja nur die Flaschen, da ist ja nicht mal Bier oder Miet drin. Wo holen sie die denn her? Aber es geht. Auch Holz drin? Stöcker sind schon drin. Holz ist nur noch einer drin. Naja gut, das hat sie bestimmt benutzt, um Brennholz draus zu machen. Oder macht es gerade? Ich hoffe ja, dass sie auch Holz hatten geht. Aber es scheint zu funktionieren. Den gucke ich jetzt erstmal kurz nach dem Lebensmittellager. Lager, das haben wir ja auch schon frei. Das ist Materiallager da. Da brauchen wir 8 Holzstämme für. Gut, dann holen wir uns die mal. Obwohl ich glaube, ich gleich erstmal eine neue Fackel machen sollte. Weil die hier geht gleich kaputt. Und den verbrennen wir. Das muss nicht sein. Ja, ich glaube, das mache ich erstmal einmal gut schnell 10 Stroh hier wegsammeln. Das geht ja ruckzucki. Den hoffen wir mal, dass sich da jetzt genug Holz ansammelt. Nicht, dass ich jetzt schneller Brennholz draus mache, als Holz kommt. Der bräuchte einen zweiten, der nur Holz sammelt. Das ist sonst ein bisschen... Aber erstmal Fackel, Fackel, Fackel. Sehr schön. Dann kann ich mir auch gleich 2 Steine mitnehmen, weil meine Axt geht auch gleich kaputt. Dim, dim, dim. Auf jeden Fall hatte ich 2 Holz reingepackt. Jetzt ist nur noch einer drin. Also vermute ich mal, hat sie das für Brennholz rausgeholt. Die sollen ja sicher da selbstständig Sachen rausholen, hab ich zumindest gelesen. Ob das jetzt nur so funktioniert, ist noch eine andere Frage, aber das werden wir sehen. Oxt, die brauchen wir. Wunderbar. Unsere Fackel ist auch gleich weg. Ah, gut. Wenn der Winter vorbei ist, brauchen wir hier nicht mehr so extrem mit der Fackel rumlaufen. So, wir haben 4 Baumstämme. Aber die Birken hier stehen halt im Weg, auch wenn sie nur 2 Bäume geben. Sie müssen hier weg. Aber die 2 denn noch, den klappt das auch.
So, 5, 6 und dann die noch. Jo, das war die Fackel. Moment. Moment, Moment. Fackel, 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 Fackel. Die ist da oben. Zack. Oh, mich freut's. Wir kommen gerade sehr gut voran. So, fürs Lebensmittellager sollten wir jetzt genug haben, oder? Jo. So, und das soll, wenn's geht, hier nehmen. Wenn's denn hier neben passt. Na, mal gucken. Logger. So, Lebensmittellager. Passt, das ist auch nicht ganz so groß. Das ist sehr schön. Ein bisschen Abstand, damit man vielleicht später noch einen Weg zwischenkriegt oder so. So, weil ich hier gerne hinten die Fischerhüte näher haben will. So, da haben wir erstmal die Stöcke rein, die wir haben. Ja, das braucht definitiv jetzt nicht ganz so viel. Das kriegen wir hin. Oma ist ja auch gleich schon wieder kaputt. Hm? So, ach, hier müssen Holzstämme, okay. Okay, machen wir hier erstmal außenrum. Stöcke reichen eh nicht. Und das gehört man ja, glaube ich, später alles noch aufwerten zu besseren Materialien oder sowas, hm? Das war die gute Hammer. Und ich glaube, für den brauche ich Baumstämme, ne? Jo, ein gut. Und 10 Stöcke, kriegen wir hin. Hier, der durfte Ahorn erstmal dran glauben. Steht hier alles dem Baufortschritt im Weg. Sehr schön. Du kommst mit, du kommst mit. Du, du. Die Stöcke hier allerdings auch, ey, die brauche ich ja. Door nochmal. So, du mit, du mit. Hier sind nochmal Zweige. Sehr schön. Also für den Hammer sollte es reichen. Ja. Danke. Sehr schön, sehr schön. Na, das wollte ich jetzt nicht auf die 2 legen. Warum nicht? Macht er das sonst automatisch? So, damit zumindest. Gut, Baumstamm haben wir jetzt auch. Ein paar Stücke haben wir jetzt noch. Sehr schön. So, wir brauchen so oder so noch Baumstämme. Wird aber auch schon wieder dunkel, ne? Ich habe bei mir aber auch fast nur Birken stehen, wenn ich erstmal so nebenbei erwähnen darf. Und so kommen wir vielleicht langsam mal, aber sicher schmutzig. Yeah, wer hätte es gedacht? Jo, jo, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, kurz hoch, gleich wie so ein Wildschwein, du. Wenn er anfängt zu frieren. Sehr schön, sehr schön. Den, ja gut, den nehmen wir alle mit. Brauchen wir sowieso alle. Und so haben wir ja auch gleichzeitig ein bisschen aufgeräumt. So. Du kommst nochmal mit. Danke. Aber die kommen auch immer wieder, oder? Zumindest habe ich den Eindruck. Zack. So, also langsam aber sicher baut sich hier nochmal so eine Kleinigkeit auf. Hoffe ich auch mal, dass sich Lehm im Schlaf wieder ein bisschen auffüllt. Zack. Den Do nochmal. Na, aber hier in der Nähe haben wir auch nicht mehr so viel, ne? Boah, ich brauche ja definitiv noch Baumstämme. Da bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig als hier. Diese Richtung weiter. Aber essen und trinken sollte ich gleich mal. Stücke habe ich erstmal ein bisschen. Sehr schön. Gut, Baumstämme jetzt nicht so viele, aber Weg, glaube ich, erstmal verbaut. Weil sonst sind wir wieder überladen. Und was essen tun wir jetzt mal schnell. Wegkraut haben wir auch. Okay, habe ich gar nicht gesehen. 2 Punkte haben wir hier. Okay. Überlebenskünstler. 10% langsamer Nahrungs- und Wasserverlust. Höhere Alkoholresistenz. Und Wasserläufer. 10% schneller über Wasser. 10% mehr Gesundheit, würde ich nicht schlecht finden. Erkennt von Steinblöcken, Pilzen, Federn, das haben wir doch schon.
Starke Leber, höhere Giftresistenz, 2% bessere Todtoleranz. Würde ich sagen, wir haben hier ein leichtes Problemchen. Hauen wir da beide Punkte rein, ne? Aber essen wollte ich trotzdem hier. Das ist schon zur Hälfte weggegammelt, also... Rinn damit. Da, warte mal, bevor ich jetzt was trinke, einmal kurz schnell... So. Genau. Konnte mich nicht richtig bewegen. Dann können wir jetzt mal ein Schlückchen Wasser trinken, den passt halt auch. So, Stücke haben wir auf jeden Fall genug. Kann ich da auch gleich mit reinzimmern? Jetzt sind die auch schon wieder weggeholt, Stämme. Aber Stücke haben wir noch genug. Die können auch erstmal drin. So, da brauche ich keine. Aber hier noch, ne? Jo. Oh, ich glaube, die Stücke reichen jetzt sogar. Sehr schön, sehr schön. Da nochmal. Damit hier die Lebensmittel reingehen. So, hier fehlt nur noch Holzstamm und hier drin auch Holzstamm und oben im Dach. Stroh, gut, ein bisschen habe ich einstecken. Und den fehlen da auch noch Holzstämme. Wir brauchen also noch jede Menge Holzstämme. Okay. Gut, Stroh hat jetzt auch nicht ganz geräucht. Den nur mal kurz. Stöcke haben brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Wir kriegen ja sowieso noch ein paar raus. Ja, ich weiß, wir stinken, wir stinken. Stell dir nicht so an. Gibt Schlimmeres. Genau. Und ich weiß, Birk gibt auch nicht viel Holz. Geht denn anders? Steht im Weg. Wir haben ja bald ja auch keine Birken mehr. Daher. Passt halt schon. Gut. Ich weiß allerdings nicht, wie lange die brauchen zum Nachwachsen. Aber ich glaube, irgendwann wachsen sie nach. Sehr schön. So, so. So. Hier noch. So. Jetzt bin ich eh voll. Völlig überladen. Gleich noch mal ein bisschen Stroh holen. Weil. Das Dach muss ja auch noch. Aber die Fackel ist, geht erstmal vor. Die ist mir gleich schon wieder weg. Gut, gut. Stücke haben wir eh genug einstecken. So. Wir brauchen eh noch was fürs Dach. Und hier wohnen scheint auch ziemlich viel auf einen Haufen zu sein. Das ist schon mal schön. Hm? Ah, irgendwie ist es ein bisschen anders als damals. Mal gucken. Weil jetzt halt das automatisch mit den NPCs einigermaßen zu funktionieren scheint. Ich guck gleich nochmal, ob sie alles sah. Brennholz sollte sich auch nicht mit der Zeit automatisch einlagern. Und ich glaube, die nimmt sich aber auch nur das raus, was sie brauchen. Daher, so, dann brauche ich jetzt mal kurz eine neue Fackel. Sicher ist sicher, weil die ist gleich weg. Weiß, wir brauchen auch noch Baumstämme und so weiter. So, hier fehlt nur noch ein Baumstamm. Hier fehlt noch ein bisschen Stroh. Sehr schön. Und ich glaube, auf der anderen Seite noch, aber... Jo. Stroh reicht aber auch. Mir fehlen echt nur noch Holzstämme. Sehr schön. Da ist auch drin. Echt nur noch Holzstämme, okay. Kriegen wir alle sehen, wenn... Aber ich habe einfach zu viel einstecken, der ist mich zu schnell voll, ne? Wo mein Inventar... Jo. Aber Baumstämme sind halt auch nicht gerade leicht. Sehr schön. Aber so haben wir den Tag zumindest sinnvoll verbracht. Zack, zack. War nicht alles. Nee. Und kriegt halt auch mit jedem Baum Stöcker und Federn, ne? Gucken wir jetzt mal in die Kiste, dann haben wir beim nächsten Mal aber genug. So. Oh, einfach, ich sehe gerade für Alvins Quest, wo wir noch zweitfach haben. Einfach das Leder sammeln wird gar nichts bringen, also das Leder von nicht holen. Wir müssen ihn jagen. Hier ist schon der Wildschwein.
Aber wie gesagt, das können wir auch machen, hoffe ich, wenn wir... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, in der Schmiede können wir die Steinsperre machen. Die sind dafür schonlich ein bisschen besser. Wollen wir ja mal ausprobieren könnte. Wir haben ja jetzt 4% bessere Temperaturtoleranz. Vielleicht bringt das ja was, wenn ich den mal wegpacke, weil noch sieht man ja eigentlich ganz gut, ne? So, wir machen das von innen, wir wollen nicht jedes Mal am Haus rumlaufen. Hier fehlt nämlich noch ein Holzstab. So. So, hier fehlen noch 4. So, da fehlt noch einer, den hatten wir auch schon. Dort fehlt noch einer, dort fehlt noch einer. Fehlt nur noch das Dach, ne? 1, 2, 3, 4. Ja. Da fehlen 3. Echt? Ah, das ist hier drin, ne? Ja. Ja gut, das Dach ist ein bisschen blöd, aber der fehlt auch gut. Dann fehlen mir noch 7 Holz. Oh Gott, ich sehe hier so viel nichts. Es wird Nacht, ne? Aber ich wollte dich doch mal ausprobieren, ob es so geht. So, wenn ich sie richtig gezählt habe, fehlen noch 7 Stück. Ah, die kriegen wir hier nicht raus. So, 1, 2, 3, 4 sind das, ne? Die brauche ich dir aber erstmal ein. Okay, es reicht nicht. Das wollte ich testen. Zack, zack. Also, das hier ist... Den Dorn noch einmal. Ups. Zack. Und zock. Hier fehlt ja sogar noch Stroh, sehe ich gerade. Doch, der hätte ich schon gemacht. So, den fehlt jetzt echt nur noch hier das Innere, ne? Einmal 3 Holzstämme. Aber das lässt sich doch wohl machen, oder? Hier, gib mir mal her so einen Baum da. Naja, wir haben jetzt noch einen Tag Winter, das kriegen wir schon hin. So, 1, 2, 3. Hier ist der 4D. Hier oben das Lebensmittellager nämlich auch fertig. Tag ist eh fast rum. Den Eimer auf den Hammer. Renn damit. Sehr schön. Wir können sie hier mit Lebensmittel einlagern. Den will ich noch einmal hier jetzt gucken. Die sieht man ja eh nicht mehr. Oh, 9 Holzstämme sind mal zwischendrin. Sehr schön. Sogar Brennholz 12. Und da bin ich mal gespannt, ob sie sich das automatisch hier raus. So, dann konnte ich die Federn hier mal reinpacken. Dann brauche ich mich nicht alles in meine Kiste. Das kann man später dann mal umbacken. Hier, der Eune kann auch hier mit drin. So wie Stöcker und so, das gehört ja alles hier rein. Stroh genauso. So. Wunderbar. Hat sich ja sehr gut was angesammelt. Also arbeiten tut sie. Wunderbar. Stöcker allein schon. Und die haben auch alles, oder? Meine Frau meckert darum, weil sie nichts zu essen hat. Wie soll sie nichts zu essen? Weil noch nichts im Lebensmittellager ist. Ne? Die holen sich das ja, glaube ich, aus dem Lebensmittellager. Die andere hat ja nur, weil ich es bei ihr dann in die Kiste gepackt habe. Aber ansonsten Brennholz und so ein Kram haben sie alles. Holen sie sich anscheinend wirklich hier raus? Muss meine Frau braucht Fude. Naja, gut. Ausnahmsweise kriegt sie mal was. Sie hat noch nicht viel gemacht, aber... Habe ich überhaupt noch was? Warte mal. Was ist gebratene Fleisch? Gut. Packe ich den mal hier in Lebensmittellager, ne? Gekocht wird hier ja noch nichts automatisch. So, einmal darin. Da müsste sie sich was rausholen können. Ich glaube, so schnell geht das zwar jetzt nicht. Doch. Hat sie sich schon geschnappt? Den gucke ich noch einmal der Jägerhüdi. Das müsste die da sein. Weil das holen sie, glaube ich, nicht automatisch hier raus, ne? Nein, das dachte ich mir. Was hier drinnen liegt, bleibt drin. Bis ich es hole. Alter, ist hier ein Fleisch drin. Bin ich garantiert gleich komplett überladen, wenn ich das mitnehme. Oh, noch nicht. Gut, Leder nehmen wir mit. Ah, immer noch nicht überladen. Aber jetzt mit dem Pelz bestimmt. Ja, mit dem Pelz bin ich überladen, das sehe ich so schon. Und die 3 Steuermesser, Alter, wie die verbraucht, ne?
Das ist sorgenhaft, aber ich nehme es trotzdem mit. Außer die Messer, die bleiben hier. Weil ich kann mich ja noch bewegen, so ist es nicht. Den geht mich der ganze. Der dürfte sich auch nicht jetzt nichts mehr in der Jägerhütte ansammeln, bis auf das Werkzeug. Da soll ja da bleiben. Obwohl ich glaube, man kann das ja auch automatisch produzieren. Da geht es ins Materiallager. Dass sie sich das da auch rausholen, das Werkzeug. Man kann hier ja ziemlich viel automatisieren. Bin mir doch aber nicht ganz sicher, aber das werden wir schon mit der Zorde rausfinden. So, Leder da drin. Zack. Hält's da drin. Na, mein Hemd bestimmt nicht. Und Steuermesser auch nicht. Das will ich noch brutzeln. Aber ansonsten. Es lüft. Brennholz holen sie auch raus. Ich glaube, jetzt im Moment hat sie eh Feierabend, ne? Ist denn hier schon was drin, bis auf das, was ich da eben reingepackt habe? Da ist die Kiste. Da fehlt was. Ja, siehst du. Jut, sie hat sich schon was geholt. Also, das funktioniert. Ist auch fertig. Ups, ich wollte doch hier. Genau. Einmal verwinden, bitte. Wieso geht das nicht? Muss ich jetzt einen Hammer da wegpacken, oder? Ich kann es nicht verwinden. Das ist der Kessel, den wollte ich aber nicht. Ich kann das Lagerfeuer nicht verwenden. Warum nicht? Das ist nicht gut. Kessel geht, Lagerfeuer geht nicht. Wenn hier irgendwas im Weg steht oder so. Ich meine, er zeigt das an. Ich drücke auch E. Passiert bloß nichts. Jetzt. Gut, R. Zack. Gibt 55 Fleisch. Das dürfte gleich einen ordentlichen Schub geben, glaube ich, bei Produktion oder so. Wie gesagt, ein Teil behalte ich Rest. Ein Rest geht ins Lebensmittellager. So. Gab nicht. Okay. Einmal rüber. Ich glaube, ich sollte mich auch mal schlafen legen, sonst klappen wir hier gleich zusammen. Ist ja schon stockdunkel, ne? So, warte mal. Ich brauche nicht allzu viel. Ich behalte mal 20, so. Den Counter drin. Dann ist hier genug. Ich selber habe auch noch 20. Ja, was will man mehr? Gut, dann lege ich mich jetzt aber schlafen, sonst klappe ich hier gleich wirklich zusammen. Oh, meine Frau liegt auch schon im Bett. Dann lege ich mich auch hin. Sehr schön, sehr schön. Dann sind wir im letzten Wintertag. Gut, ihre Stimmung geht hoch. Sehr schön, sehr schön. Na gut, sie hat ja auch alles jetzt, ne? Gibt's nichts zu meckern. Ich glaube, da ist auch alles da, oder? Oder? Das ist die Werkstatt. Ja gut, die Werkstatt soll noch keine Arbeit, aber bei den anderen Bauern funktioniert das. Wunderbar, da haben wir noch nichts weiter. Was ist das hier? Durstlöcher, essbares nach Verwendungsreihenfolge. Okay. Eingelagert Wert. Oh, da steht sogar, wie viel man davon hat. Guck mal hier. Wert 240. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Okay. Schön zu wissen. Aber dann vor dem Ende kriegen wir morgen auch den letzten Wintertag rum. Hat sich ja auch einiges getan hier. Gebäudelimit. Ist immer noch bei 10, wir haben 7 von 10, aber aktuell brauchen wir auch keine Gebäude. Wie gesagt, wir können uns noch einen dritten Mitarbeiter holen. Weiß bloß noch nicht genau, wo ich ihn hinstecke. Entweder noch zum Holz, weil das kommt mir ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt. Weil sie ist ja auch meine Frau und wird irgendwann mal Mutter. Ich hätte gerne noch einen für Holz. Und den Rest kommt dann nach und nach. Aber wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Bye, bye.